Bei der großen Auswahl an Drohnen, also hier dem Mavic 3, M30 und M300 im Hintergrund, fällt die Wahl natürlich schwer und man weiß nicht genau, welche Drohne passt jetzt am besten für mich. Soll ich die große kaufen oder reicht die kleinere für meine Anwendung aus? Und in diesem Video möchten wir zusammen uns die Video- bzw. Fotoqualität im Bereich Zoom der Kameras angucken. Insbesondere für alle, die die Drohne im Bereich Inspektion und ähnlichen Anwendungen einsetzen wollen. Das gucken wir uns gleich alles nach dem Intro zusammen an. Bevor wir losfliegen und uns das gleich live im Einsatz anschauen. Die Mavic 3 hat da zwei verschiedene Kameras, nämlich eine kleine Zoom-Kamera, die gucken wir uns gleich an, und eben auch eine Weitwinkelkamera. Für uns ist jetzt das Zoom aber insbesondere interessant, weil wir wollen jetzt eine kleine Schadstelle uns sozusagen angucken. Die M30 hier, natürlich deutlich größere Bruder mit 4 Kilo Abflugmasse, die hat eben eine interpolierte 48-Megapixel-Kamera mit auch einem optischen Zoom, was mir einige Performance bringen sollte. Also da wird sicherlich ein Unterschied sein, aber schauen wir mal, ob der überhaupt so groß ist. Und die M300 im Hintergrund, die hat halt noch ein kleines Quäntchen mehr Zoom-Qualität dann zu erwarten, weil die eine etwas längere Brennweite hat, also sozusagen mehr Zoom. Bevor wir damit starten, wenn dir diese Vergleiche gefallen, dann kommentier gerne auch, was du an weiteren Videos von uns haben möchtest. Und wir von der Europe liefern dir die Lösung vom Handwerker über Industrie bis zur Behörde als Komplettpaket mit entsprechenden Schulungen, Genehmigungen. Das ist unser Schwerpunkt. Machen wir seit fast 20 Jahren an zig verschiedenen Standorten in Deutschland. Also wir freuen uns auf deine Anfrage und jetzt geht's endlich los mit dem Flug. Und wir schauen uns die Daten und die Fotos live im Flug an und schauen mal, welche Drohne jetzt für welche Anwendung am sinnvollsten ist. So, das sieht da oben ein bisschen gefährlich aus. Die Drohnen sind relativ nah, in etwas unterschiedlichen Höhen und etwas nebeneinander, aber in einem sehr ähnlichen Abstand. Jetzt auf einen Zentimeter haben wir es nicht gemessen, aber ungefähr 12 Meter laut Laserentfernungsmesser zu der Ecke vom Gebäude, die wir uns jetzt als Beispiel einfach mal im Video anschauen. Wir fangen mal mit der größten Variante an und wir sind jetzt an dem Blitzableiter mit 16-fach Zoom. Und schauen uns das gleich jetzt mit der Zoom-Kamera der M30 an. Jetzt haben wir das gleiche mit der M30. Es ist halt, weil wir da auf Nummer sicher gehen wollen, natürlich nicht genau der gleiche Bildausschnitt, aber es ist eine sehr, sehr ähnliche Video-Performance im Live-Bild. Und jetzt das gleiche mit der Mavic 3. Wir sind jetzt bei 14-fach Zoom mit der Mavic 3. Gehen noch ein kleines Stückchen mehr ran. Das ist 28-fach, das ist natürlich nicht 1:1 vergleichbar. Um das ähnlich zu machen, gehen wir mal auf 28-fach Zoom auch mit den anderen zwei Drohnen. 28-fach Zoom mit der M300 und hier jetzt mit der M30. Das ist sehr ähnlich. Die Bildqualität mit den größeren Modellen ist definitiv deutlich besser. Man erkennt das hoffentlich halbwegs in dem Video. Jetzt gucken wir uns vielleicht nochmal die Fotoqualität von allen drei Systemen an. Gleicher Bildausschnitt, 28-fach Zoom oder sag ich mal ähnlicher Bildausschnitt. Und damit kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen, welches System jetzt welche Performance hat. War zwar über 10 Meter Abstand, aber das ist realistisch, weil mit dem großen System will ich ja nicht in 2 Meter Abstand fliegen. Mit der Mavic könnte ich aber natürlich auch auf ungefähr 2-3 Meter Entfernung gehen, ohne dass ich jetzt ein großes Risiko habe und eine vollkommen gute Bildqualität für meine Dachinspektion oder was auch immer für Anwendungen erreichen. Also die Qualität der Fotos und Videos von der Mavic 3 kann man natürlich ehrlicherweise nicht so gut mit den größeren Modellen vergleichen, weil ich da ein deutlich größeres optisches Zoom habe. Wenn ich noch viel weiter ranzoome, ist das ein Weltenunterschied, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Da ist oben rechts mal ein Video verlinkt, wo wir das sehr gut, glaube ich, zeigen, auch mit den Wärmebildkameras und so weiter, was ich dann wirklich im Bereich Behörden und auch Industrieinspektion damit machen kann. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, eine ganz normale, einfache Inspektion von einem Gebäude machen möchtest oder ähnliches, dann kann man mit der Mavic 3 super arbeiten. Wir haben da wirklich Erfahrung, auch was Inspektion angeht. Ich möchte jetzt in der Halle zur Inspektion einsetzen, da helfen wir sehr, sehr gerne weiter. Ich hoffe, das hat einen kleinen Einblick in die Kameraqualität der Drohnen gegeben. Auch sehr, sehr gerne bei uns hier bei YouTube abonnieren, bei Instagram folgen, bei Interesse an den Drohnen, bei uns anfragen bei der Europe. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.